So, wir sind in Frankreich gelandet und kämpfen gegen die Deutschen. Freibeuter. Wir als Franzosen werden die Deutschen natürlich besiegen in diesem Fall. Natürlich. Natürlich, Viva ich la glaube, France, habe ich ich recht? gehe mal als Sani rein. Ich nehme die. Ich weiß nicht, welche Pflicht ich nehmen soll. Ich bin momentan mit der Zeirik Otti und der Mountbacken Sturm am Start, weil ich brauche bei beiden noch Punkte, um andere Waffen freizuschalten. Okay, warum kannst du da nicht was anderes spielen? Ja, ich könnte auch andere nehmen, so ist es Ach nicht, so. aber ich glaube, die beiden, die werde ich erstmal nehmen. Hallo, ich glaube, meine Seitenwaffe ist ein bisschen verbuggt. Die hat Ihr keine habt Animation beim Rennen. Einsatzziel Friedrich Ja, die erobert. ist verbuggt. Oh, Junge! Okay, ja, auch nicht schlecht. Weiß nicht, wo möchtest du hin? Auf jeden Fall nicht im. Ja, ein bisschen flankieren. Vielleicht hier hinten irgendwo bei Delta. In der Delta erstmal einnehmen. Wir haben Oh, das sieht noch so cool aus, wenn hier die ganzen Sachen auf rumstehen. Das sieht so geil aus. Okay, dann würde ich mal sagen, Charlie. Ja. Und Oh. boah, Artiwagen. Einsatzziel Cäsar verloren. Versuche mich nicht wieder zu beleben. Das würde überhaupt nichts bringen. Okay, also den Artiwagen Ja. werde ich schon mal umgehen. Ich glaube, dabei würde ich einfach nur stumpf umfallen und du wahrscheinlich auch wieder. Erste Hilfe, jetzt Richtig. schon. Gehen wir mal hier hoch, schauen uns mal hier drüben um und geben den Pionier gleich mal einen Headshot. Diese Häuser hier, die gefallen mir sowas von gut. Die sorgen für schönes vertikales Gameplay. So, dann nehmen wir noch hier einen anderen Pionier mit. Folgst du mir, oder? So meint es nicht so aus. Ja, ich habe mich da gerade auf die Ecke gelegt. Wir können auch gerne weiter vorrücken. Ich gehe mal hier links an die Fenster. Erste Hilfe, greif an zu! das Boah, shit. Was? Kannst du mich wiederbeleben? Ich hatte irgendwie jemand geholt, wo ich mich hingelegt habe. Hallo, hinter dir. Wo bist du denn? Achso, direkt hinter mir. Dankeschön. Oh, ich finde es auch gut, dass man die Wiederbelebung nicht akzeptieren muss, sondern einfach weitermachen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, wunderschön, da haben wir Charlie. Ich werf mal hier hinten mal eine Granate hin. Wow, wow. Oh, da kam was von hinten. Unter Kommt der Brücke jetzt ist, durch die glaube ich, Tür. jemand. Ist das nur einer? Nee, ich glaube, die sind zu zweit. Warte, ich komm mal hier wieder rein. Drei. Okay, warte, warte, warte. Eins. Okay, wunderschön aus der Hüfte weggeholt. Ich sterbe. Ich dachte du. Ach so, ich war im Kampfgebiet. Ja, ich habe jetzt eine Sekunde gefehlt. Alter, geh da nicht hoch, wir müssen von anderswo rein. Da ist da noch ein Flammenwerfer. Ein deutscher Flammenwerfer-Typ. Aua, aua, aua. Heute war das von D nach C, ne? Was? Von D nach C, auf der rechten Seite war das, ne? Oh, und einfach nur reingehalten. Wunderschön. Wow! Ich glaube, die schießen mit einer Panzerbüchse auf mich. Wäre auch nichts Neues. Okay, wird's noch was mit dem Wiederbeleben? Psychopathen. Nein. Alles Psychopathen, alles Psychopathen. Psychopathen. Okay. Dann schauen wir mal, wer im Nachbarhaus ist. Hinten habe ich einen angefragt, 72. Okay, nur eine Killhilfe. Oh, wunderschöner Headshot. Wir müssen Ja, jetzt mal ein nice. bisschen mehr Druck machen auf Delta. Sonst klauen die uns hier unser Haus weg. Das geht nicht. Das habe ich mir hart erarbeitet. Ja.
Ich sehe den Flammenwerfer wieder. Das hab ich geerbt, hab ich das. Oh, wunderschön, den Medic weggeholt. Im Gegnerhaus da drüben ist ein Flammenwerfer-Typ. Also diese Spielweise von Amien gefällt mir äußerlich gut. Oh, wunderschöne Medic wieder weggeholt. So. Ich warte noch auf... Wunderschön. Ja, kein Problem. Ich hab den Assist. Komm mit runter. Das ist wie beim Mohun. Bist du raus? Okay. Ja, wir müssen mal ein bisschen Betrieb machen. Wow, was sind das für Geräusche? Achtung, zwei Leute. Ich hab den Flammenwerfer. Wunderschön. Ja, nice. Ich hab den Medic irgendwie. Oh, was geht denn hier ab? Ich hab den Sniper. Da, Achtung, Panzer, zurück. Panzer. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Okay, Panzer ist vorbeigezogen. Zurück, da ist noch so gut wie alles. Okay. Hey, das läuft doch schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Da zeigen wir es den Deutschen. Oh, geh nicht nach unten. Unten ist ein Renault. Oh, nochmal ein Medic. Wunderschön. Ich komme wieder hoch. Ah, ich bin schon unter Beschuss hier. Ach, drück doch nicht weg. Okay, ich bewache mal hier den anderen Straßenzug. Wir haben Einsatzziel Berger verloren. Alco Belli. Okay, ich komme hier rüber. Okay. Oh yeah, ein schöner Double Kill. Okay, dann folge ich dir mal. Ja, sehr schön, der war nice. Steh auf! Sanitäter, da! Leg ich mich mal hin. Oh yeah, haha, wunderschön. Ja, ich glaube, hier haben wir eine gute Position. Ja, ich glaube, hier bleiben wir erstmal. Das glaube ich nicht verkehrt. Kannst du mich wiederbeleben? Denn es war ein Sniper, aber... Ja, schnell zurück. Okay. Gegen den will ich mich nicht anlegen. Sieht doch ganz gut aus, wenn wir jetzt hier die Gegner abhalten, zu Charlie und Delta zu gehen. Wenn man sich's einredet, dass es gut läuft, dann wird's auch gut. War der Sniper an diesem kaputten Eckhaus da? Ja. Das ist ein Sturmsoldat. Wo der Medic gerade in die Häuser laufen. Ja. Charlie. Die flankieren. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ich geh mal runter zur Brücke. Wow. Weiblicher Sanitäter gesichtet. Ach shit, kannst du mich wiederbeleben unter der Brücke? Nee, ich bin gerade selber down. Achso. Aber Sichtungsbonus. Warum auch keine Killhilfe? Unter der Brücke ist glaube ich noch ein Panzer von denen. Ich geh jetzt direkt bei C rein. Hauptsache der Medic läuft direkt über mich. So, landet mein Kamerad, ich bin wieder am Start. Jo, die haben den Panzer zu und flank. Ich weiß ja, wie das ist im Ersten Weltkrieg, da gab es ja schon Handys. Deswegen musste ich mal kurz telefonieren. Du musstest, ich würde jetzt sagen, zurück zur Front, naja. Gut, jetzt ist die Frage, wo ist die Front? Ich glaube, die ist gerade überall. Ja, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber... pass auf, Panzerzug, ich glaube, Echo wäre erstmal gut. Wow. Wow. Bester Spawn. Aua. Hier, erste Hilfe für dich. Krieg dich hin. Ja gut, ich schau da mal bei Echo vorbei. Ob da sich noch jemand herumtreibt. So, schnell mal hier runter. Okay, was macht unser Versorger? Wahrscheinlich gar nichts.
ich glaube, gegenüber die Häuser, die sind schon aufgeräumt. Hm. Ich sehe mir die Wunde an. Ah, oh, 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 oh. Aha. Ich konnte ihn nicht wiederbeleben, weil er unterm Fass lag. Das war lustig. Ach, krass, okay. Jetzt habe ich erstmal bei OBS vergessen, mein Mikrofon wieder anzumachen, weil das Handy-Telefonat im Ersten Weltkrieg mich so abgelenkt hat. Mhm. So, ja, den nehme ich mir mit einem Revolver mit. Damit kommst du auf die Beine. Ja, sehr schön. Nehmen wir noch ihn mit. Und sterben dann. Ich glaube, ich leg mich mal kurz hin. Mhm. Wir müssen trotzdem. Wohl. Ja, Echo wäre dann doch erstmal wichtiger, weil es hinter der Front liegt. Ja, wir müssen jetzt mal von F aus aufräumen. Sonst wird das hier nichts. Ja, versuchen wir auf jeden Fall. F ist, glaube ich, auch gerade sehr kritisch. Ja. Kann ich gerade mit dir joinen? Ja. Ah, meine Reanimation. Okay, rechts im Gebäude. Außer es war eine Granate. Ja, da ist. Oder? Da ist was drin. Ja, ich mache auf jeden Fall Damage mit Gas. Okay. Ist auf jeden Fall noch keiner down. Jetzt setze ich mal meine Maske auf. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Okay. Just in dem Moment ist er gestorben. Gasmaske wieder ab und weiter geht's. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. War gute Arbeit, Jungs. Ha, ich hab den Bug immer noch mit der Waffe. Oh yeah. Was ist denn für ein Bug? Na, dass ich keine Animation beim Laufen hab. Sonst wackelt die ja immer so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Ja, und der hält ja noch oben. Er hält ja noch oben und wackelt. Er sollte wackeln, aber er wackelt nicht. Okay. Er hat nicht die Form von Parkinson, die ich mir vorgestellt habe. Markier mal Echo. Wir haben Einsatz Cäsar verloren. Okay, ich gehe mal hier in so ein Haus. Wunderschön. Wir haben Einsatz zu Emil. Ist da oben noch einer? Ne. Schön. Wow. Noch jemand erste Hilfe? Ich wusste doch, irgendwo krabbelt da noch einer rum. Okay, dann Delta. Vorsichtig. Sturmsoldat in Sichtweite. Sturmsoldaten habe ich gespottet. Oh, Beschuss. Okay. Das Haus vor uns müssen wir räumen. Ich gehe schon mal hoch. Kommst du? Ja. Okay, ich mache den ersten. Sie haben Einsatzziel ist gestorben. Ich glaube. Ach, weiter hoch kommt man nicht. Ach, der Medic wusste gar nicht, was mit ihm geschieht. Ach, krass. Auch nicht schlecht. Ja, kommt rein, bam, bam, bam. Oh, und er kriegt seinen Headshot, wunderschön. So, dann haben wir das doch alles wieder viel besser im Griff, würde ich meinen. Gegenüber von uns liegt was. Hm. Der Sturmsoldat ist tot. Links hier bei C kommst du runter. Ach ja, warum nicht? Okay, einen habe ich. Granate kommt. Okay, von hinten wurde schon aufgeräumt. Charlie gehört uns. Das heißt wieder Alpha und Bravo. Ich gehe Richtung Alpha. Wow, von rechts kommen Schüsse. Ich glaube, ich laufe unten lang. Hm. Noch ein bisschen mehr, das wird nichts. Oh! Ja! Oh, Belly, bin ich geflogen, ey. Soll ich bleib da oben gerade stehen. Hier, erste Hilfe. Ein bisschen Rückzug, würde ich sagen. Ja, natürlich. Das wollte ich die ganze Zeit. Wow, wow, wow. Aua, von hinten irgendwo. Ja, ich bin auch schon tot. Okay. Foxtrot.
Ah, Charlie liegt gerade. Ja, aber die Runde scheint echt ganz gut zu laufen, ne? Ja, es ist abwechslungsreich und Fahrzeuge dominieren mehr oder weniger nicht. Also, schön. Komm mal bald zu mir. Ja, ich bin bei dir drin. Die sind nämlich schon bei Delta hinten unterwegs. Ja, ich treffe den Nägel gerade nicht. Panzer, Achtung. Cool. Ich glaube, der weiß, wo du bist. Okay, wie sieht's mit Infanterie aus? Feindlicher Panzer gesichtet. Kommt da noch was? Naja, sieht nicht so aus. Aua, 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 wo ist denn der? Wo ist denn der? Wow. Unten wahrscheinlich. Alter, jetzt übertreiben sie aber. Der sitzt unten im Haus. Einen habe ich. Ah, sehr schön. Ich habe noch einen. Und dich. Dankeschön. Bitte. Besser gespielt als gedacht. Und da kommt einer. Nein, nein, nein. Shit. Kannst du mich holen? Ich weiß, wo er liegt. Ah, ich glaube, du liegst hier irgendwo hinter mir, ne? Nee, oben in dem Haus. Oh, ich spring runter. Und neben mir steht einer. Na, klasse. Ich bin runtergesprungen und direkt hinter mir in den beiden Ecken saßen beide Sturmsoldaten. Wenn ich nicht so eine dämliche Ansicht gehabt hätte, wäre das... Ich glaube, ich habe gerade denselben Fehler gemacht, weil ich dich holen wollte. Hm, kein Problem. Ich hatte eine ziemlich gute Ansicht für ein Thumbnail, aber... Battlefield muss mehr nehmen. Diese wunderbare aber Chance. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Sieg. Ja, ich habe überhaupt nicht auf meine Stats geachtet. Ja, ich habe nur einmal ganz kurz reingeguckt, ich weiß es nicht. Jetzt mal nichts verraten, nichts verraten. Nee, nee, ich verrate überhaupt nichts. Ja, dann würde ich auch sagen, es war eine schöne Runde, wie schon gesagt. Wenig Panzer und so. Ja. Es war auf jeden Fall ganz gut gebalanced. Fast 12.000 Punkte, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das da aussieht. Jetzt würde ich gerne nochmal in die Statistik reinschauen. Dreier-KD. Oh. Rächer-Kills, 4, top. Nice. Ach, hier hinten der Punktestand. Noch einmal Niederhaltungshilfen, 7, 2 Kopfgriffe. 34 10, ja, das gefällt mir. Ja gut, ich bin bei 12 zu 5. Hey, wirklich? Aber, ja. Krass. Alles wegen dem Anruf im Ersten Weltkrieg. Aber ich kann ja, von der KD, aber von der KD kann ich damit auf jeden Fall leben, weil es auf jeden Fall besser als 2. Hätten zwar ein paar mehr Kills sein können, aber... Ich denke mal, das können wir so hinnehmen. Ja, das können wir so hinnehmen. Ja, und auf jeden Fall eine nice Runde. Dann mache ich mal den Abschluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen mit diesen Worten. Bis zum nächsten Mal, euer Lented und Curse hat auch ein paar Worte an euch. Ja, danke. Von euch würde ich mir das gleiche wünschen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wir sagen gemeinsam bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.